fast unmöglich. Und wenn du dann mal einen hast, musst du auch noch andere Monster finden. Morgul, jetzt frag nicht, wie man einen gechargten Creeper bekommt. Was ist ein gechargter Creeper? Ein Creeper, der so blau leuchtet außenrum. Aufgeladener Creeper. Ja. Ernst, so was gibt's? Mhm. Ja. Weil ein Creeper noch nie von einem Bischlag dürfen wird. Ja. Das ist so. Also, da steht ein Creeper an genau derselben Stelle, wie ein Blitz einschlägt, ja? Ja. Und dann muss weil das auch noch in deiner Nähe passieren, dass du ihn findest. Ziemlich auf den Minecraft, was? Gerade wenn es Gewitter schlagen, vielleicht mal. Ich war nicht so. Mal Blitze, also 10, 20, ja? Wir haben immer genau einen Block, auf den zu treffen. Ich hab das ganz genau gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Was hat er denn jetzt schon, was er gemacht? Hat er geschummelt? Creeper in die Luft gesprengt. Ach, wenn es das bloß ist. Neben deinem Schiff. Marco. Wünschen sollten wir dich. Da war eben ein zweiter. Genau. Ich wollte nur sagen. Auf mich abzuschießen. Au. Brennt dafür. Schaffe ich das noch? Mann. Ich sag, jetzt kommt hier einfach Erde hin. Was da? Wo bin ich? Ah! Oh, guck mal, das ist mein Bett. Ja. Mich gerade mal nach oben gekramt. Hey Danny, wollen wir schlafen? Können die anderen zwei schlafen? Ich kann schlafen. Ich bin mein Bett dabei. Meins ist da drüben. Ich habe mich gerade mal kurz nach oben gebuddelt und bin genau an der Stelle rausgekommen, wo mein Bett ist. Liegt du schon, oder? Ich liege gerade. Ich liege. Ich auch. Hey Danny, bist du noch auf dem Schiff? Nope. Ah, oh, bist du schon wieder nach Hause gerannt? Nope. Boah, was für ein Schiff ist denn da? Nope. Ach, da bist du. Guck mal, ich hab meine Halle beleuchtet. Ich hoffe mit Fackeln. Damn, son. Geil, also wa? Nicht mit Fackeln. Na, wir, also das haben wir schon zuerst gemacht mit den Fackeln, nur. Jetzt habe ich ein bisschen jetzt was. Jetzt hat man ein bisschen Licht vor, also Tageslicht in der Halle. Frau Schien. Ich glaube, die Mine ist ein bisschen klein, weil da gab es überhaupt keine Kisten. Wollen wir überlegen, ob ich den doppelten Mittelstreifen auch noch nicht Glas da oben ersetze, dass so ein Streifen noch Glas in der Mitte ist. Ah, das passt also. Du findest eine Mine, Flo. So ist gut genug, ne? Die hat nicht mal Kisten. Ja, in der Mine findest du normalerweise ein bis zwei Kisten. Also ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, eine Mine ohne Kisten. Nein, ein bis zwei, wir haben gar keine. Irgendwo steht sicher eine Kiste. Jetzt muss ich erstmal Erde besorgen. Wusstest du, wenn du jeden Zentimeter diese Mine schon abgesucht hättest? Hab ich. Oder nicht? Okay, wo ist es? Mich mit der Wetten. Okay, dann soll ich das wissen? Dann guck ich nochmal rum. Da gucke ich mich jetzt einfach noch mal rum. Bau den Spinnenspawner ab. Ja, Spinnenspawner stehen. Das ist Höhe 16. Wie macht man hellblaue Farbe? Mit blauen, mit Farbe und Bone Meal. Blaue Farbe? Müssen wir dafür nicht Lapis nehmen? Lapis ist blaue Farbe. Was macht ihr gerade? Schafe Schärfe. Wieso haben wir nur noch grüne, weiße Schafe? Was für Schiff war. Buntes. Erstmal nach Schiffen googeln. Oh, guck mal, Flo, Diamanten. Wow, 43 davon? Nee, ganze Blöcke. Acht Blöcke Diamanten. Cool. Jetzt gerade mit Silkwirtschaft gebaut oder was? Ja.
Ich wollte eigentlich meine Glück 3 Spitzhacke benutzen, aber. Ja. Die Silktouch verwenden und später die Glück 3. Genau so habe ich mir sowieso auch gedacht. Du brauchst nur eine Pickaxe mitnehmen, wenn du Silktouch hast. Weil Glück kannst du dann später machen. Schon würde ich Frosche gerne mal einfach so einen in der Fresse haben. Jetzt bin ich mit der Musik aus. Musik, warum bist du aus? Musik? Vielleicht ist die Playlist leer. Es ist mitten im Lied gestoppt. Okay, bei mir will gerade irgendwie Dings nicht laden. YouTube. Oh Gott! Nicht so laut. Keine Ahnung, was damit jetzt los war. Ups, kein Screenshot. Wahrscheinlich kann das sein, dass du hier einen Kran langen Gang gebuddelt hast. Ich weiß nicht. Geh vielleicht hier gerade einen langen Gang wieder entlang. Egal. Ich habe hier gerade einen Kreis gebuddelt. Ja, ich habe einen Kreis gebuddelt, geil. Was bei dir? Ich bin aus dem Abgebogen. Bin ich abgebogen? Ich geh so lange mal wieder hoch. Warum? Mein Inventar ist auch fast voll. Mein Inventar ist voll. Mit? Redstone, Diamanten, Eisen, ein paar Stück Gold. Ich hab jetzt 19 Gold. Los. Weißt du noch, Super, wie haben wir es genannt? Super Battle of Doom? Battle of Doom. Battle of Doom, ja. Minecraft Battle of Doom. Das war noch Zeit, mein Jung. Ha! Frosch, ich musste überlegen. Ach, das meinte er. Nee, mir ging's eher darum, dass wir nicht hochkommen, ohne abzusaufen. Warum? Wenn du Tab drückst, merkst du vielleicht, dass ich ziemlich low on life bin. Musste gerade über mir einen Block platzieren, damit ich nicht ersaufe. Schwimmen, absaufe. Deswegen grabe ich jetzt erstmal einen Stiegen. Also rum. Er ist ein Block großen Gang. Schwimmt nach oben und setzt über sich einen Block hin, damit das Wasser ihn nicht ersäuft. Fällt man da nicht runter? Weil das Wasser instant verschwindet. Puff, weg ist. Na gut. Nee, man treibt sanft nach unten. Bis Wasser weg ist. Hat auch eine Zeit. Dann steige ich ins Boot an, was ich genau da geparkt habe, und fahre wieder heim. Locker easy. Was? Locker easy, alles klärchen. Locker easy. Quatsch ich weg. Ganz locker und easy. Wenn man immer Lapis abbauen und landet in der Schlucht. Geil. Good job. Pop Job. Pork Job Media. Pop Job. Und das Silk Touch ist aber auch gleich kaputt. Oh Gott, das war ja Lava. Ist in der dunklen Höhle und sieht die Lava nicht mehr. Ist auch geil. Hallo? Hallo. Hallo. Ah. Das hat er schön gemacht. Die Musik geht ungefähr 5 Sekunden später leise weiter. Also ohne Ton. Geht das Video einfach 5 Sekunden weiter. Ja. Hier einfach so ein
Scheiß Holzboot mitten am Meer schwimmen da rein. Kann ja nicht wahr sein. Was für ein Holzboot mitten am Meer schwimmt? Also, Danny. Boot. Nee. Das ist einfach ein normales Minecraft-Boot. Achso, das Ding, ja. Fucking Meer steht. Ja, das hab ich da platziert. Ja, mit so einem Boot einparken ist ja ein Albtraum. Hm. Was soll mit dem Auto einparken haben wir? Wo willst denn du das bitte schön wissen? Immer so, Flo, wenn man dich in der Aufnahme nicht versteht, dann bist du selber dran schuld, ne? Weil ich stelle dich jetzt bestimmt nicht alle 2 Sekunden lauter und wieder leiser. Soll ich mich gerade zurückgelehnt? Chill mal deinen Keks, Alter. Ja, aber also, weißt du, dass sowas stört? Schon gemacht, kann man schon verstehen, Alter. Na, vorhin, wo ich heute ankam, warst du übelst laut, da habe ich dich erstmal leiser gestellt, jetzt bist du auch schleise. Das ist so dieses Ding. So besser? Ja. Ich weiß ja nicht, was du von mir willst. Dass du nicht so redest. Ich rede ja nicht so. Doch, bei mir schon. Der An- und Wart lehne ich mich halt einfach zurück. Weil es weh tut im Rücken. Ja, ich weiß, ich lehne mich auch zurück. Dann drehe ich aber das Mikro zu mir. Damit man mich ordentlich hört. Damit man sowas hören kann? Von hier erstmal. Ja, ich frage mich eh, warum das bei dem immer so laut ist. Oder was, das was? Das ist das Gelenk von dem scheiß Arm. Das pumpt aber, weil ich dagegen treppere, wenn ich das Ding durch die Gegend bewege. Ist das unser Problem? Geht uns alle was an. Nee. Einfach nur nah. Kommt ja schon wieder Outlander im Fernsehen. Junge, warum sagst du das eigentlich jede Woche? Weil das beim letzten Mal kam die Werbung, jetzt gerade läuft der Film. Schön. Jetzt darf ich erstmal wieder ein neues Glas brennen, bevor ich irgendwas mache. Okay, meine Freunde, es ist wieder Schlafenszeit. Schön für dich. Ich tue jetzt erstmal meine Ofen befüllen, ja? Ich werde mal ganz kurz mir neue Fackeln machen. Oder dass ich jedes Mal wieder vor dem Bett stehe, weil nur durchgehend schaue, ob ich was für Schiefe jetzt nehme. Ich stehe einfach nur da, immer bis jedes Mal, wir gehen 20 Minuten Tag, wo er einfach nur daneben steht, so, das könnte, aber wenn ich das nehme, das ist schwierig. So, ich liege im Bett. Ja. Deine wird wahrscheinlich schon reingegangen sein, sobald ja. Marco was gesagt hatte. Was Marco gesagt hat, aber Minecraft, Rechtskick, fertig. Wieder zurück. Ich habe mich gerade gefragt, warum es immer noch so dunkel ist. Ich bin in der Höhle, verdammte Scheiße. Ich untersuche gerade die Mine weiter, ob ich noch irgendwo was finde, wenn ich Melonsamen Samen habe.
Na, fick dich, Spiel. Warum hier keine Kiste? Froschi? Haben wir wirklich keine Kiste da, dann sind wir im Arsch. Oder bist du im Arsch, weil du so ewig danach so gesucht hast? Ja, das ist nicht meine Minecraft-Welt. Bist du ein Arschloch? Also, selber schuld ist ja deine Minecraft-Welt. Ich war's dafür! Keine Ahnung. Ist einfach nur so ein gelecktes Arschloch. Oh ja. Boah, mir wird doch klar, dass es dir gefällt. Und? So, bevor ich jetzt irgendwas weitermache. Das ist jetzt aber auch scheiße. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und 36 Minuten. Immer noch für 6 Minuten, dann hast du noch. Nee, dann. Ah, fuck, war das gerade? Ich chille jetzt einfach. Ich chille jetzt nochmal für eine Viertelstunde und dann höre ich auf. Ja, meine Schwester hat ja gerade irgendwas auf den Boden gehauen. Ich kann keine Muffins! Entschuldigung. Hat der Dildo runtergefallen. Ja, der gute Wir haben, wir haben, ich hab keinen Bock, alleine den Ruhrstab zu benutzen. Da glaube ich an so eine Fake-Werbung von YouTube, wo sie so einen fetten Vibrator nehmen, der sich dreht. Ja, das ist ein Salatmixer. Richtig blöd, Alter. What the fuck? Was ist eigentlich das Nether-Portal? Oh, ja. Unter dem Tempel. Ja, im Berg drinne. Danke. Brennt hier was im Ofen? Was macht denn da Glas? Ich. Jetzt sind 64 gebratenes Hühnchen einfach so in einem der Öfen drin. Ach, das ist noch jemand? Da ist noch einmal 64 gebratenes Hühnchen. Ja, ich. Auch noch mal. Ich hab die Kisten mal ausgeleert, Flo. Oh, mal, ich nehme mal so eine Stapel gebratenes Hühnchen davon mit. Mache das. Wo ich dabei bin, nehme ich mir alle Stapel gebratenes Hühnchen und leg's in die Essenskiste. Ja, mach guck das. Mal in die Essenskiste, da hast du genug Essen. Mir also geht's nur darum, dass das XP bringt, die aus dem Ofen zu nehmen und ich brauche noch ein Level. Was komm, da muss da noch irgendwo ein Hühnchen drin sein. Ah, da sind noch Hühnchen. Ach komm, vier von den Strichen noch. Vier Fleisch. Ah. Wie sich das Arschlecken nicht ausgeht. Welches Arschlecken? Ja, ums geile Arschlecken. Ah. Oh, ruhig, Danny. Brauchst du geil, ganz spitz. Brauchst du vom Arschlecken reden und Danny wird schon ganz spitz. Hey, ich hab nicht genug Platz ja für Hühnerfleisch. Nee. Dann komm mal kurz zu mir in die Strecken. Die Werft. Alle Jahre wieder. Also ich bin auf der anderen Seite der Stadt, ja? Komm zu mir. Oh, Froschi, komm zu mir. Komm mit uns schlecken. Du hast extra eine U-Bahn gebaut, da geht's extra schnell bis zu Marco. Das stimmt. Und wo man eigentlich sagen muss, wenn man von mir aus bis zu Marco fährt, ist es ungefähr, wenn ich dann noch die Leiter hochklettern muss, bin ich ungefähr genauso schnell da, wie als wenn ich gelaufen wäre. Ja, aber wenn du läufst, kannst du nicht nebenbei das machen. Und dein Mineneingang ist gleich auch, ist da das auch noch der gleiche hier zu Danny sein? Also zu Dannys Haus? Oder kriegt Danny noch einen persönlichen? Ich mach einen hinten. Richtung Markus Zweithaus. Wir reden was Arschlecken. Frosche fängt gleich, hört überhaupt ja nicht mehr auf. Ich mach einen hinten. God damn it. Nee, ich mach einen dort. Ja, ich kann es anders nicht ausdrücken. Da hinten bei Markus zweiten Haus. Bei dieser Brücke. Ja, vor der Brücke halt, sodass Dannys Haus und Markus zweites Haus abgedeckt sind. Aber das dauert noch ein bisschen. Bin da.
Boah, jo! Was denn? Ja. Ah! Was meinst du mit Motoren? Wie so eine fette Garagentür? Ja,